Die digitale Technik hat unser Leben revolutioniert. Nahezu die ganze Welt wird uns durch Klicken und Wischen verfügbar. Wir sind alle erreichbar geworden und erreichen fast alle. Doch was macht das mit unserem Bewusstsein von der Welt und von uns selbst? Macht es uns freier und mächtiger oder macht es uns abhängiger und ohnmächtiger? Bekommen wir unser Leben besser in den Griff oder verlieren wir es aus dem Blick? Darüber rede ich mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Herr Rosa, wann haben Sie das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet? Oh je, das ist ganz schön lange her. Ich habe zwar einen Instagram-Account, aber der schläft mehr oder minder. Also könnte ich gar nicht genau sagen, ist bestimmt ein Jahr her. Zu welchem Zweck haben Sie den mal eingerichtet? Na, hauptsächlich, weil ich wissen wollte, wie das eigentlich funktioniert. Also ich finde, man kann nicht über Sachen schreiben oder Sachen analysieren, von denen man keine Ahnung hat. Also wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und schauen, auch welche Dynamik das entwickelt und auch wie das einem dann von innen sozusagen zu interessieren anfängt. Und was hat das mit Ihnen gemacht? Welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen? Naja, das ist schon ein sehr spannendes Medium, auch eines, was schon eine Art von Suchtförmigkeit entfalten kann, dass man da sozusagen in allem, was man tut, also auch sowas wie einen zweiten Blick entwickelt. Also im Sinne von, lässt sich das, was ich da gerade tue, möglicherweise auf Instagram verkaufen oder inszenieren? Und auch, was machen andere? Das gewinnt schon eine schnelle Eigendynamik, der ich dann auch relativ schnell wieder mich entzogen habe. Weil es nichts für Sie persönlich ist oder weil Sie es allgemein für problematisch schalten? Also erstmal, weil ich fand, dass ich schon genug zu tun habe. Also ich komme kaum, eigentlich komme ich kaum nach, meinen E-Mail-Account zu lesen und zu beantworten und den WhatsApp-Gruppen zu folgen und was man alles hat auf sozialen Medien. Und ich dachte, wenn ich jetzt noch mit sowas anfange, dann komme ich von dem weg, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und den Sachen, die ich wirklich tun will und die eben oft auch einen längeren Atem erfordern. Mhm. WhatsApp, Instagram, alles das sind ja auf der einen Seite großartige Möglichkeiten, um sich zu zeigen, um sich darzustellen, um sich auszutauschen, um sich zu kommunizieren, um mehr von anderen Menschen zu erfahren. Auf der anderen Seite beschreiben Sie die digitale Welt, in der wir heute leben, als eine Welt, in der man eigentlich weniger Menschen braucht als früher. Weil man ja mithilfe von technischen Geräten sich 1000 Fragen des Alltags beantworten lassen kann, für die man früher Menschen gebraucht hat. Ja. Beschreiben Sie diesen Prozess mal. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite ist es so, wir können heute viel mehr Sachen selber machen, ohne dass wir irgendjemanden dazwischen schalten müssen, eben mit Hilfe technischer Geräten, was weiß ich, Texte übersetzen, Auskünfte einholen. Auch ist ja auch so, zum Beispiel im Supermarkt oder so, brauche ich keine Kassiererin, keinen Kassierer mehr, weil ich das automatisch machen kann. Sogar an den Flughäfen, bei der Einreise oder so, stehen oft inzwischen auch Automaten statt Beamte. Ich glaube, man kann sich ganz viele Sachen in Erinnerung rufen, bei den wir keine Menschen mehr brauchen, aber gleichzeitig, sondern wir Dinge selber tun können. Allerdings ist es gleichzeitig so, dass die Abhängigkeit auch viel größer wird, wenn nämlich Technik ausfällt. Dann werden wir ruckzuck komplett ohnmächtig, gerade auch, weil wir niemanden mehr fragen oder holen können. Also wenn so ein kompliziertes technisches Gerät ausfällt, das uns sonst ganz viel hilft, also das Handy zum Beispiel oder der Computer oder eben die Fernbedienung, dann kannst du nicht einfach irgendwie den Nachbarn mal fragen oder deinen Sohn oder deine Tochter oder so, weil die das auch nicht können. Ne? Wenn sie manche Geräte haben, die können nicht mal mehr der Händler, bei dem sie es gekauft haben, reparieren. Der muss es wiederum einschicken an den Hersteller. Und da stellt man fest, in vielerlei Hinsicht alltagspraktisch brauchen wir andere Menschen zwar nicht, aber die Abhängigkeit ist dadurch nicht kleiner, sondern größer geworden. Das heißt also, Sie beschreiben die Errungenschaften der digitalen Moderne einerseits als Freiheitsgewinn, und auf der anderen Seite wird der Freiheitsgewinn dadurch wieder aufgefressen, dass wir insofern unfrei sind, als dass wir uns von Geräten abhängig machen. Ja, wobei man sieht, das hat zwei Seiten. Also es gibt sowas wie eine innere Abhängigkeit, was man wirklich bei digitalen Medien ganz schnell feststellen kann. Das ist ja ganz eigenartig. Ich glaube, dass es vielleicht auch letzten Endes noch keiner so komplett blickt, was es eigentlich ist, was uns übrigens, gerade wenn es uns relativ schlecht geht, dann dazu bringt, ständig am Bildschirm zu kleben und überhaupt nicht mehr loszukommen von YouTube oder was immer wir da gerade machen. Also da entsteht eine ganz komische innere Abhängigkeit, die wir dann auch sehen, dass wenn das Handy mal fehlt oder ausfällt,
dass wir irgendwie denken, kann doch jetzt nicht sein, ich muss jetzt hier auf den Bus warten und habe kein Gerät. Da fühlen wir uns schon ganz komisch. Also das ist eine Art von innerer Abhängigkeit. Und das andere ist aber eine äußere, was ich sogar mit dem Begriff der monströsen Abhängigkeit beschreibe. Also dass halt sehr viele Dinge heute ganz leicht gehen. Also viele smarte Gebäude zum Beispiel oder ein smartes Auto, da sind sie ja quasi allmächtig auf Knopfdruck. Also wir können es irgendwie heiß machen oder kalt machen oder hell machen oder dunkel machen oder laut oder leise machen. Und da kommen wir uns eigentlich wie allmächtige Herrscher vor, in gewisser Weise. Das ist eine Götterfantasie. Ja, das ist eine Art von Allmachtsversprechen, das wir auch erleben eigentlich. Ja, ich kann jetzt alles machen, das ist toll. Bis die ganze Umwelt unserer Befindlichkeit anpassen. Ja, die ganze Welt nach unseren Wünschen eigentlich ordnen. Ja, ich kann also mit smarter Technologie jedes Musikstück, das jemals digitalisiert wird, hörbar machen, zum Beispiel jede beliebige Farbe in meinem Raum geben und so weiter, bis diese Technik halt ausfällt. Und dann stellen wir fest, dass wir auf eine neuartige Weise eigentlich ohnmächtig werden. Ich nenne das Verlust der Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das hat sogar einen körperlichen Aspekt. Also wenn eine Türe klemmt zum Beispiel, da hätten wir uns früher halt mal dagegen geworfen oder hätten vielleicht auch einen Hammer geholt oder eine Zange, um da irgendwie nachzuhelfen. Und meistens hat man richtig gemerkt, wie das Anwenden physischer Kraft eine Situation auch ändert. Und wenn Sie heute irgendwie moderne Zimmertüren, selbst Autotüren haben oder so, da stellen Sie fest, irgendwie der Griff geht ganz leicht nach unten. Alles funktioniert völlig, aber es ist eben gerade blockiert. Ja, und da hilft auch alle physische Kraft nichts mehr. Ja, Sie können eigentlich gar nichts mehr tun. Und das ist ein monströses Gefühl des Gefangenseins oder des Ausgeliefertseins, wenn ich nicht mehr ins Haus rein oder nicht mehr aus dem Auto raus. Komme. Ich kenne das als klassischer Heckklappenzuschmetterer. Ja, genau. Ja, und das geht nicht mehr. Ja, das also schlimmstenfalls blockiert dadurch das System. Ich könnte die Elektronik damit dauerhaft kaputt machen. Ja, genau. Also aber keine Wirkung mehr erzeugen. Ja. Ja. Das ist schon interessant. Also selbst zur Heckklappe, man hat da ein physisches Verhältnis. Also die Kraft, die man einsetzt, selbst die Körperbewegung steht in einem Zusammenhang mit dem, was die Welt da draußen macht. Und das ist jetzt irgendwie verloren gegangen. Der Zusammenhang wird technisch hergestellt. Und wenn da eben was ausfällt, sind wir wehrlos. Das heißt, wir brauchen weniger körperliche Aktivitäten in der digitalen Welt. Wir müssen weniger Entfernungen zurücklegen. Wir müssen in die Bibliothek gehen und ein Buch nachgucken oder sowas. Ja? Sondern wir haben das per Knopfdruck sofort verfügbar oder per Wischbewegung. Die Bequemlichkeit ist ja ein wichtiger Motor des technischen Fortschritts. Ne? Alles bequem. Wir müssen nicht mehr so viel Energie investieren, um an etwas heranzukommen, Informationen heranzukommen. Und auf der anderen Seite gehen wir dann ins Fitnessstudio und müssen dann unseren Körper trainieren, weil er in der digitalen Welt eigentlich kaum noch gebraucht wird. So haben wir etwas, was vorher untrennbar ineinander verzahnt war, in funktional differenziert, in verschiedene Bereiche ausgesourced, oder? Wobei ich ja sagen würde, wir haben es eigentlich noch nicht mal wirklich funktional differenziert, weil der Körper natürlich keine wirkliche Funktion mehr hat, außer dass er natürlich Träger unseres Lebens ist. Aber die Körperbewegung, das ist schon eigentlich erstaunlich und fast verrückt, die Körperbewegung hat in dieser Gesellschaft quasi keine Funktion mehr. Also wir bewegen uns im Fitnessstudio. Ja, jeder einzelne Muskel wird da trainiert, weil wir halt den Muskel als Körper haben wollen, ja, vielleicht auch aus ästhetischen Gründen. Aber es gibt kaum einen Arbeitsvorgang, bei dem wir den wirklich noch brauchen. Und natürlich ist auch so, ich glaube, die Sache mit der Energie scheint mir da ganz wichtig. Es ist auch mal ein neues Thema im Moment, über das ich nachdenke. Ich glaube, das ist schon irgendwie biologisch verankert, wenn ein Organismus Energie sparen kann, also das gleiche Ergebnis mit weniger Aufwand erreichen kann, dann macht er das auch. Ja. Das gilt, glaube ich, für das Einzelwesen wie auch für eine Gruppe von Lebewesen, also eine Art zum Beispiel. Und wenn man sich die Entwicklung der Völker anschaut, dann war das eigentlich immer so. Ja, wenn sie einen Weg gefunden haben, die gleiche Energieaufnahme, also Nahrung ist ja ein Energielieferant, mit weniger Aufwand herzustellen, dann haben die das gemacht. Ja. Oder wenn man mit dem gleichen Aufwand mehr Energie kriegen kann. Und das führt dazu, wie Sie gerade gesagt haben, dass wir eigentlich kaum mehr körperliche Energie aufwenden müssen. Was dann eben bedeutet, dass wir die Körperbewegung nur noch anachronistisch, nicht im Museum, sondern im Fitnessstudio brauchen, weil der völlig veraltete Körper sozusagen als Typ veraltet. Der Körper braucht eigentlich die Kraft nicht mehr, sondern die Kraft wird dann ein ästhetisches Phänomen. So ist es, ja. Also ästhetisches oder halt ein Gesundheitsbezogenes. Es geht um Gesundheit oder um die Schönheit.
ja, von Kraftausübung. Genau, aber für die soziale, für die Funktionalität der Gesellschaft hat er im Prinzip keine Wirkung mehr. Und was mich daran fasziniert, ist, dass es eben die Art unserer Weltbeziehung verändert. Die Art und Weise, wie ich in Welt gestellt und auf Welt bezogen bin. Das Verhältnis, das Zusammenspiel von physischer Bewegung, physischer Kraftaufwendung und sozusagen Antwort der Welt hat sich völlig verändert. Ich meine, das ist ja nicht per se schlecht. Das ist faszinierend, das zu beobachten, dass wir da heute eigentlich den Körper nicht mehr brauchen, um mit der Welt in Beziehung zu treten. Heidegger sagt ja, wir sind in die Welt geworfen. Ja? Mhm. Und Merleau-Ponty, ja, sagt quasi im Fahrwasser von Heidegger, ja, wir verhalten uns zur Welt. Mhm. Ja? Und früher war das Verhalten zur Welt in erster Linie ein körperliches Verhalten. Heute wird der Körper immer weniger gebraucht. Wir müssen also immer weniger körperliche Aktivitäten machen, ja, für unser alltägliches Leben, auch für unser Berufsleben. Mhm. Aber wir treten in immer vielfältigere geistige Beziehungen zur Welt ein. Sodass man eigentlich sagen würde, langfristig brauchen wir vielleicht gar keinen Körper mehr, ja, sondern wir brauchen nur noch ein Gehirn. Was ja so die Vorstellung von vielen Transhumanisten oder Posthumanisten ist, dass man sagt, das ist halt die kulturelle Evolution, den Menschen dauerhaft von seinem Körper zu befreien. Das wird Ihnen aber gar nicht gefallen, oder? Das wird mir nicht unbedingt gefallen. Also ich meine, erstmal als Soziologe versuche ich es einfach auch nur zu beschreiben. Und ich finde, da kann man schon ganz interessante Sachen sehen. Das eine ist, dass es natürlich nicht völlig stimmt, dass wir die Körper nicht mehr brauchen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es natürlich Berufssparten gibt, wo der Körper immer noch wichtig ist. Mal ganz abgesehen davon, was weiß ich, selbst Bergwerke oder so, da setzen wir auch Technologie ein, aber da sind Menschen immer noch gebraucht. Auch Paketfahrer zum Beispiel, die Dinge ausliefern. Ja, genau. Irgendwann werden kann man sich Drohnen oder so kommen. Ja. Kann man sich natürlich echt vorstellen, dass man das da nicht mehr braucht. Aber auch für uns andere oder für die anderen, die eher im Büro oder so arbeiten, ist es ja nicht so, dass der Körper komplett überflüssig geworden ist, weil wir müssen zum Beispiel konzentriert bleiben, ja, aufmerksam bleiben. Und wir stellen fest, der Körper wird auf neue Weise gefordert. Die Augen zum Beispiel, die ganze Zeit am Bildschirm hängen, das ist eine super Überbeanspruchung der Augen, die wir dabei auch ruinieren häufig. Fingermechanik beim Ausklicken. Die Fingermechanik, genau, die Deformation der Hände zum Teil, auch wegen des Smartphone-Daumens oder so. Und auch die Rückenmuskulatur und überhaupt der Rücken. Ja. Also wir stellen fest, eigentlich brauchen wir den Körper schon, aber wir brauchen ihn auf neue Weise, sozusagen als Hintergrundinfrastruktur, nicht mehr in der direkten Art, wie wir uns mit Welt auseinandersetzen. Also wir stellen ja eigentlich fest, die Welthaltung ist häufig die immer gleiche. Zum Beispiel, wenn ich alles über mein Smartphone mache, über den Bildschirm halt, dann ist bei allem, was ich tue, meine Körperhaltung genau gleich. Ja, der Blick nach unten, Kultur des gesenkten Blicks, könnte man sagen. Ich starre immer auf das kleine Viereck, ganz glatte Oberfläche, der Daumen streicht immer über die gleiche Oberfläche. Egal, ob ich gerade spiele oder arbeite oder mich unterhalte oder mich informiere oder erotische Abenteuer suche. Die Weltbeziehung, die physische Weltbeziehung ist genau die gleiche. Ja, da brauche ich zwar immer noch den Körper und der Körper ist auch noch angestrengt, aber da ändert sich nichts mehr. Also die Qualität der Weltbeziehung vermittelt sich nicht mehr über meinen Körper. Das ist interessant, aber ich will noch einen Gedanken anfügen, dass nämlich da könnte man sagen, der Körper wird also in vielerlei Hinsicht weniger wichtig, aber für uns Menschen, für die Menschen im Blick auf ihre Sehnsüchte und ihre Antriebe wird er komischerweise immer wichtiger. Also wenn Sie schauen, von was Menschen geradezu besessen sind, na, dann ist es ihr Aussehen und auch ihre Fitness. Ja, also Menschen tun alles, um möglichst lange zu leben, den Körper zu erhalten, aber auch um möglichst schön auszusehen. Die Zahl der Schönheitsoperationen nimmt ständig zu und überhaupt die Zahl der Beschäftigung mit dem Körper. Körper wird das Statussymbol des 21. Jahrhunderts. Per se, ja. Auch Fitness sozusagen und so spielt eine Rolle. Aber vielleicht einfach, weil er als Arbeitswerkzeug weniger gebraucht wird. Genau. Deswegen ist der Raum frei, aus ihm was anderes zu machen. Ich glaube, das ist wirklich so. Also ich meine, was mich immer fasziniert ist, wenn man durch eine Innenstadt läuft heute, dann stellt man fest, dass fast alle, übrigens gerade die Läden, die sich mit geistigen Dingen beschäftigen, also Buchhandlungen oder Schallplattenläden, denen meine große Leidenschaft gilt, solche Dinge verschwinden immer mehr. Und stattdessen finden sie was nur noch Geschäfte, die mit dem Körper zu tun haben. Also Mode, Schmuck, Nägel, Fitness, Drogerien, Apotheken, lauter solche Dinge. Mhm. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, Sie sagen als Soziologe, dass Sie quasi versuchen, das neutral zu beobachten. Mhm. Ich empfinde Sie ja nicht als einen Soziologen, der sich in der Rolle des neutralen Beobachters so gefällt, dass er vollständig in ihr aufgeht. Sondern man kann ja Ihren Büchern auch Wertungen entnehmen. Ja. Also es gibt schon bei dem Buch, was Sie jetzt geschrieben haben über Unverfügbarkeit,
gibt es ja schon sozusagen so ein bewusstes, Leute, besinnt euch mal darauf, ja, dass hier bestimmte Entwicklungen vonstatten gehen, die nicht einfach nur positiv sind, sondern die vielleicht auch, Sie haben gerade über Evolution gesprochen, kulturelle Mutationen sind. Also mutieren wir in der Arbeitswelt nicht körperlich. Entgeht uns nicht viel, wenn wir im Umgang mit digitalem Werkzeug immer unkörperlicher werden. Beschreiben Sie mal dieses Unbehagen, weil das scheint mir ja doch ein zentraler Begriff zu sein in dem, womit Sie sich beschäftigen. Also Sie haben völlig recht. Also natürlich, ich verstehe mich in der Theorietradition der kritischen Theorie, die nicht einfach nur beschreiben will, sondern durchaus auch Partei nehmen beziehungsweise halt den Finger in die Wunde legen, wo gesellschaftliche Entwicklungen möglicherweise schiefgehen. Aber ich finde, man darf das nur machen aus einem auch beobachtenden Blick. Der Punkt ist nur der, dass ich als Soziologe nicht nur das Äußere beschreibe, sondern auch die Innenwelt zu beschreiben versuche, was man Phänomenologie nennt. Also Sie haben Merleau-Ponty beispielsweise erwähnt oder auch Heidegger. Das sind ja große Phänomenologen, auch Urväter der Phänomenologie. Und das heißt, ich versuche den Blick auch nach innen zu wenden und zu fragen, was macht das eigentlich mit mir? Und dann darf man natürlich, und der Punkt ist jetzt, ich will der Welt nicht darüber erzählen, wie ich mich fühle, sondern versuchen an meiner eigenen Erfahrung das Generalisierbare zu erkennen. Geht es anderen auch so? Also was macht das mit uns, zum Beispiel diese Kultur des gesenkten Blicks am Bildschirm. Und meine Beobachtung da lautet, dass sich Phänomene dessen beschreiben lassen, die ich mit Entfremdung beschreibe. Das heißt, es kommt zu ganz komischen Phänomenen, dass ich zwar den ganzen Tag aus freien Stücken etwas mache, zum Beispiel YouTube-Videos schaue, und gleichzeitig das Gefühl habe, eigentlich will ich das nicht wirklich machen. Wir hatten gerade ein Interview an der Universität diskutiert, wo jemand, eine Teilnehmerin sagt, eine Studierende, die an Prokrastination leidet, also das Gefühl hat, sie tut nie das, was sie eigentlich machen müsste. Und die sagt dann, ich habe den ganzen Tag Katzenvideos geguckt und trotzdem nichts Schönes gemacht. Und das ist irgendwie das Erstaunliche. Das heißt, in ihrer Selbstwahrnehmung hat sie das Gefühl, irgendwie kriege ich von der Welt nicht das, was ich mir versprochen habe. Ja, selbst an den Punkten nicht, an denen ich das tue, zu dem ich mich selbst entschlossen habe. Also ohne jetzt direkten Zwang, den man in der Gesellschaft manchmal auch sieht. Also meine Beobachtung zielt darauf hinaus zu sagen, dieses Verfügbarmachen von Welt, ne, auf das ich glaube, dass die ganze Moderne gerichtet ist. Wir wollen uns Dinge mit möglichst wenig Aufwand erreichbar machen, zugänglich machen, beherrschbar machen oder aneignen, kaufen zum Beispiel. Ne. Und das scheint irgendwie, dieser Prozess, dieser Versuch, Welt verfügbar zu machen, scheint am Ende nicht das Versprechen einzulösen, dass wir uns sozusagen gegenseitig gegeben haben. Kann man sagen, es ist ja nicht nur ein Prozess der Moderne. Sie haben ja vorhin das Beispiel gemacht, wie Menschen ihre Lebensmittel produzieren. Also der Beginn von Ackerbau und Viehzucht ist der Versuch, sich die Nahrungsmittel verfügbar zu machen und nicht mehr den Tierherden hinterherziehen zu müssen. Absolut. Also im Grunde genommen ist ja die ganze Geschichte der Menschheit der Versuch, das Unverfügbare, was vorher den Göttern anheimgestellt wurde, dem Zufall anheimgestellt war, verfügbar zu machen. Ja. Ist übrigens auch das Ziel der Philosophie. Ja, das Unbegreifliche in Begreiflicheres zu zerlegen, um seine habhaft zu werden. Mhm. Oder wie Robert Musil mal schön gesagt hat, Philosophen sind Gewalttäter, die keine Armee zur Verfügung haben und deswegen die Welt in ein System sperren, um ihre habhaft zu werden. Ja. Also kann man ja sagen, das Verwandeln von Unverfügbarem, von Schicksal, in Verfügbares, in Beherrschbares, in Planbares, in Kontrollierbares, das ist ja nicht nur etwas, was für Technik gilt, es gilt auch für die geistige Evolution des Menschen, ist eigentlich eine positive Geschichte. Ich glaube, ja, absolut. Also ich finde, dass man das tatsächlich so sagen muss. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist darauf gerichtet, aber in der Moderne gewinnt das nochmal eine neue Dynamik eigentlich, weil wir zum Beispiel mit Technik Welt erreichbar und verfügbar machen, also zum Beispiel mit Transportmitteln. Ja. Ich kann jetzt, wenn ich, was weiß ich, im Schwarzwald wohne zum Beispiel, mit ganz einfachen Mitteln nach Freiburg, Zürich oder sogar Berlin fahren mit dem Auto oder sogar nach Tokio oder Rio fliegen mit dem Flugzeug. Das heißt, ich mache mir Welt physisch verfügbar und natürlich mit technischen Mitteln, mit Fernsehen, mit Radio sozusagen, hole ich sie zu mir herein. Ich hole mir die Bilder und die Stimmen an meinen Ort. Und natürlich das Smartphone ist dann nochmal eine Steigerung, wo ich alle Menschen, die ich kenne, praktisch auf Knopfdruck verfügbar habe. Ich kann sie anrufen, ich kann ihnen schreiben. Alle Bilder, die jemals aufgenommen wurden, kann ich abrufen. Alles Wissen steht mir zur Verfügung. Also wir haben in der Technikentwicklung eine gewaltige Verfügbarmachung von Welt erreicht. Und das Gleiche gilt für die Ökonomie, für das Zunehmen von Wohlstand. Man kann am
an seinem Kontostand im Prinzip ablesen, wie viel Welt einem verfügbar ist. Also wenn wir ganz viel Geld auf der hohen Kante haben, dann ist eben nicht nur die Fernreise verfügbar, sondern vielleicht auch das schöne Häuschen irgendwo oder die Penthouse-Wohnung in Berlin oder in München oder so. Und ich meine, die reichsten Männer der Welt, weil es sind in dem Fall alles Männer, liefern sich ja gerade ein Wettrennen darüber, ob sie nicht noch das Weltall sozusagen in Beschlag nehmen. Verfügbar. Ja, genau, sie machen sich's verfügbar. Also wir versuchen Dinge tatsächlich rechtlich, politisch, wissenschaftlich verfügbar machen und sind dabei auch ziemlich erfolgreich geworden. Und das ist erstmal eine positive Entwicklung. Sicher. Genau, also in der Geschichte der Menschheit diente ja die Technik dem Überleben, die Kultur dem Zusammenleben. Jetzt haben Sie gerade den Prozess geschildert, wie die Technik mehr und mehr das Zusammenleben beherrscht, das Zusammenleben bestimmt, wie Kultur und Technik in diesem Punkt vollständig miteinander zu verschmelzen beginnen. Und Sie haben vorhin gesagt, so richtig glücklich hat uns das nicht gemacht. Ja, Sie haben gesagt, so ambivalente Entwicklung. Also wir beschreiben da eine positive Entwicklung und jetzt sagen Sie, das hat aber eine Schattenseite. Ja. Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, so glücklich, wie man dadurch werden müsste, werden wir nicht damit. Woran liegt das? Das ist genau das, was ich zu erforschen versuche und auch mit dem Buch der Unverfügbarkeit versucht habe, auf den Punkt zu bringen. Mit der Einsicht, dass Sie haben vorhin gesagt, da ist auch ein Moment der Gewaltförmigkeit drin. Ja, das gewaltförmig Angeeignete scheint erstaunlicherweise gar nicht unbedingt das zu sein, was uns glücklich macht, ja, was uns das Gefühl einer Erfüllung oder ich würde sagen einer gelingenden Weltbeziehung gibt. Und das Beispiel, an dem ich das in dem Buch aufhänge, ist eigentlich das Beispiel des Schneefalls. Ja, weil sehr, sehr viele Menschen, nicht nur erstmal als Kinder, wenn es plötzlich anfängt zu schneien, dass sie eine Verwandlung der Welt erleben, dass für sie eigentlich mit einem Gefühl von Beglückung, möchte ich mal sagen, verbunden ist. Aber auch Erwachsene sehen sich oft noch, gerade an Weihnachten oder so, nach Schnee. Und jetzt stellt man fest, na, Schnee ist erstaunlicherweise erstmal der Inbegriff des Unverfügbaren. Ne? Weil ich kann den Schneefall nicht erzwingen. Ich kann ihn nicht mal langfristig vorhersehen. Das ist ganz witzig, weil ab Ende November, manchmal schon vorher, versuchen Leute, die Wettervorhersager zu bestürmen. Weiße Weihnachten. Gibt es jetzt oder nicht? Das ist schon einmal der Versuch des Kognitiven verfügbar machen. Ich will es wissen. Das andere ist aber, ich kann es eben nicht erzwingen, ob es schneit oder nicht. Und jetzt versuchen wir es natürlich auf alle möglichen Weisen. Übrigens, man kann natürlich versuchen, den Schnee irgendwie wenn ich den in die Hand nehme, ja, da verschmilzt er mir schon unter den Händen weg. Wenn ich ihn ins Haus nehme, zerschmilzt er auch. Wenn ich ihn in den Kühlschrank lege oder ins Gefrierfach, ist es nicht mehr Schnee. Und ich kann ihn inzwischen, wir versuchen ihn verfügbar zu machen. Ja. Also erstens kann ich in Wintersportorte fahren mit Schneegarantie. Und ich kann sogar Schneekanonen einsetzen, um Schnee verfügbar zu machen. Und jetzt stelle ich fest, Schnee im Zeitalter seiner technischen Herstellbarkeit. Ja, Schnee im Zeitalter seiner eine gewisse Verfügbarkeit, siehe Olympische Spiele in Peking. Genau, da kann ich irgendwie garantieren. Und da stelle ich aber fest, das, was mir der Schnee und der Schneefall eigentlich mal gegeben haben, verschwindet dabei seltsamerweise. Und ich glaube, eine ganz ähnliche Erfahrung machen Menschen in allen möglichen Hinsichten. Also zum Beispiel eine Kreuzfahrt, die eine Polarlichtgarantie birgt. Ja, sowas gibt es. Ja. Also wenn du kein Polarlicht siehst, kriegst du dein Geld zurück. Oder natürlich kann ich Ähnliches in der Safari sehen. Ja, ich buche eine Safari mit Löwengarantie. Ja, da stellt man jetzt fest, wir machen diesen Löwen super verfügbar, ja, weil die Safari-Gruppe, die zieht da vielleicht vorbei. Ja. Aber sie hat nur eine halbe Stunde. Also genau um 4 muss der Löwe irgendwie beim Tor sein. Und zwar so, dass ich ihn fotografieren kann. Also super verfügbar. Dass er mir aber nicht gefährlich wird. Ja, der soll mir nicht zu nah auf den Leib rücken. Und dass ich dann auch gleich noch rechtzeitig zur, was weiß ich, Show oder so komme. Und dann stellt man fest, dieses totale Verfügbarmachen des Löwen führt dazu, dass diese Begegnung mit dem Wilden, was ich mir ja nicht versprochen hatte, mit dieser unverfügbaren Natur, die wird domestifiziert, die wird, wir sagen in der Soziologie, kommodifiziert, also kaufbar gemacht. Ich kann das Polarlicht kaufen, ich kann den Löwen kaufen. Mhm. Aber diese Erfahrung, die fehlt. Und es fehlt dann übrigens nicht nur die Erfahrung, sondern es fehlt auch das, was wir uns eigentlich versprechen. Das, was ich mit dem Begriff Resonanz zu fassen versuche, nämlich eine Begegnung mit einem unverfügbaren anderen, einem anderen, das ich nicht völlig im Griff habe, das ich nicht einfach herbeizwingen kann, die mich verwandelt, ja, die dafür sorgt, dass ich hinterher nicht mehr derselbe bin. Und ich glaube, wir träumen als Menschen von solchen Begegnungen, dass ich da auf etwas stoße, dass ich etwas finde, was ich sozusagen eben nicht vorher bestimmt gekauft und genau in den Maßen sozusagen gerechtlich garantiert bekommen habe, sondern was mir als unverfügbares Widerfahren ist, entgegentritt und mich dabei verwandelt. Ja, eigentlich sehnen wir uns ununterbrochen danach. Und deshalb kaufen wir auch die Kreuzfahrt mit Polarlicht oder Löwengarantie. Aber auf diese
Weise der absoluten Verfügbarmachung verfehlen das dann. Dann kommen wir nach Hause von der Reise und haben das Gefühl, wir müssen gleich die nächste buchen, weil eigentlich nichts passiert ist. Wir haben im Prinzip durch die komplette Verfügbarmachung der Umstände sichergestellt, dass wir uns gerade nicht berühren und verwandeln lassen. Wir wollen ja auch nicht als Verwandelte aus der Kreuzfahrt zurückkommen, sondern als die Gleichen. Also, wenn ich unbedingt einen Löwen sehen will, gehe ich in den Zoo. Was ich in Afrika sehen will, ist den Löwen in einer bestimmten Atmosphäre. Ja. Atmosphäre ist eine Stimmung, die mich in gewisser Hinsicht bestimmt, ja, die etwas mit mir macht, ja, die etwas in mir auslöst. In dem Fall vielleicht ein Gefühl von Wildnis oder ja, Gefühl von gewaltiger Natur oder ähnlichem mehr. Je mehr ich die Natur jetzt domestiziere, ja, umso geringer wird die Atmosphäre und umso austauschbar wird quasi das Erlebnis. Das ist quasi die Selbstentzauberung, ne, die im Prozess der Verfügbarkeit eintritt. Ja. Und kann man ja sagen, gut, das ist ein Preis, den man zahlen muss und ein Luxusproblem reicher Großstädter oder Leute, die in Wohlstands- oder Überflussgesellschaften leben. Denn die Unverfügbarkeit über Lebensmittel, die Unverfügbarkeit über Wärme, wenn es zu kalt ist, die Unverfügbarkeit über Frieden, ja, das sind ja keine positiven Bewertungen. Wenn man jetzt Unverfügbarkeit als positiven Begriff gegen die Zurhandhabung, die Kaufbarkeit, ja, die einer völlig ökonomisch verwalteten Welt stellt, dann muss man ja noch mal unterscheiden, ab wann beginnt Verfügbarkeit in etwas Negatives oder in etwas Schales zu kippen. Weil es ist ja nicht per se so, dass Unverfügbarkeit besser als Verfügbarkeit ist. Ich finde, das ist absolut richtig und das ist auch tatsächlich, aber das ist genau der spannende Punkt, an dem sozusagen das Buch ansetzt und an dem ich finde, unsere Aufgabe als Gesellschaft ansetzt, weil es wäre total töricht, wie Sie es gerade gesagt haben, zu behaupten, dass Unverfügbarkeit per se was Tolles sei. Also wenn ich Hunger habe und ich habe nichts zu essen, dann ist die Unverfügbarkeit der Nahrung einfach nur eine Katastrophe für mich. Und wenn ich friere, ist die Unverfügbarkeit von Kleidung zum Beispiel nur als was Negatives zu sehen, das übrigens auch Resonanzerfahrung gerade verhindert, weil wenn ich friere oder hungere, tritt mir die Welt als etwas Feindliches, Abweisendes gegenüber, mit dem ich gerade nicht in diese transformative Beziehung komme. Und wenn ich krank bin und keine Medizin habe, ebenso. Also es wäre komplett falsch und geradezu idiotisch zu sagen, Unverfügbarkeit ist was Erstrebenswertes. Also das Verfügbarmachen der Welt ist geradezu eine Voraussetzung dafür, dass wir ihre essentielle Unverfügbarkeit wirklich erfahren können. Ich meine mit essentieller Unverfügbarkeit, dass das, was uns da als Leben gegenübertritt und als das andere im anderen, ja, letzten Endes immer unverfügbar bleibt, auch fremd bleibt. Und wenn wir versuchen, das künstlich auszuschalten, was wir, glaube ich, tun, indem wir es komplett verfügbar machen wollen, dann hat es zwei negative Konsequenzen. Das eine ist, es tritt uns von hinten als monströse Unverfügbarkeit gegenüber, ja, weil das nämlich eine Illusion ist, zu glauben, wir hätten Leben und Welt völlig verfügbar gemacht. Ich meine, die gegenwärtige Pandemie, ja, die Covid-Pandemie, ist ein super Beispiel für eine monströse Unverfügbarkeit. Mhm. Plötzlich wird uns ganz vieles wieder vollständig unerreichbar, was vorher erreichbar war. Und übrigens erfahren wir monströse Unverfügbarkeit auch in der Technisierung. Das hatten wir eingangs. Ja. Wenn die Fernbedienung ausfällt, dann wird mir plötzlich das nächstliegende monströse unverfügbar. Ich komme nicht mehr ins Haus. Sie sprechen sogar von einem Aggressionspunkt. Ich also glaube, jemand, der in dieser göttlichen Allmachtsfantasie lebt, ja, über alles Erdenkliche verfügen zu können, sein Leben planen zu können, alles im Griff zu haben, alles technisch beherrschen zu können, wenn dann Dinge passieren, die diese Beherrschbarkeitsatmosphäre wegnehmen, die Allmachtsfantasie sprengen, wie am Beispiel von Corona. Ja. Dann sagen Sie, es wird ein Aggressionspunkt erreicht, dann reagieren die Leute auf die besonders krass empfundene Ohnmacht dann auch besonders hart und scharf. Ich interpretiere das tatsächlich so. Also ich nehme, was ich wahrnehme als Soziologe, ist in der Gesellschaft ein steigendes Aggressionspotenzial, geradezu ein Wutpotenzial. Ja, erstaunlicherweise, wenn man das jetzt mal eben politisch neutral betrachtet, stellt man fest, die Wut nimmt erstaunlicherweise überall zu. Ja, bei den einen nimmt sie zu, weil die Umweltschützer ihnen ständig alles Mögliche vorschreiben wollen. Bei den anderen nimmt die Wut zu, weil sie das Gefühl haben, wir machen viel zu wenig für die Umwelt. Bei den einen nimmt die Wut zu, weil wir ihrer Ansicht nach zu viele Flüchtlinge ins Land lassen. Bei den anderen nimmt die Wut zu, weil wir zu wenige ins Land lassen. Die einen nimmt die Wut zu, weil wir immer noch nicht geschlechtergerecht sind. Bei den anderen, weil wir zu viele Rücksicht auf solche Fragen nehmen. Also ein steigendes Wutpotenzial, von dem ich glaube, das hängt tatsächlich mit unserem, eigentlich mit dem gestörten Weltverhältnis, mit einer gestörten Weltbeziehung zusammen.
die tatsächlich sich entlang dieser, dieser Linien zum Ausdruck bringt. Also die Welt wird zum Aggressionspunkt insofern, als wir versuchen, alle Dinge verfügbar zu machen. Übrigens, wir versuchen das nicht einfach nur, weil wir nie genug kriegen können, sondern auch, weil wir uns selber ständig gehetzt fühlen, weil wir eben das Gefühl haben, unser Leben gerät außer Kontrolle. Das ist super spannend. Ja. Das gilt für Individuen und es gilt auch für Firmen und Institutionen und ich glaube sogar für Regierungen und Gesellschaften. Wir haben die Sachen nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Der Versuch, alles im Griff zu behalten, ja, gelingt nicht unter diesen Umständen. Ja. Die Finanzmärkte laufen weg, der Klimawandel wird unverfügbar und auch viele technische Entwicklungen lassen sich von uns nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Also die Welt wird monströs unverfügbar. War sie nicht immer schon monströs unverfügbar? Und es fällt uns jetzt auf. Also in einer Welt, in der es der normale Zustand ist, die Dinge der Welt unter Kontrolle zu haben oder sehr weitgehend von der Illusion zu leben, die Dinge unter Kontrolle zu haben, fällt Kontrollverlust umso härter auf. Fällt plötzlich das Unverfügbare, das Unkontrollierbare, das Kontingente, das Zufällige viel härter ins Gewicht. Denn kontrollierbar war die Welt ja noch nie. Nein. Und monströse Dinge haben sich ja schon immer in der Welt ereignet. Nur die Leute haben sie früher mit einer anderen Haltung aufgenommen, oder? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Es gab nicht dieses, also deshalb nenne ich das jetzt sozusagen monströse Unverfügbarkeit, ist sozusagen eine, die sich dann einstellt, wenn die Dinge im Prinzip beherrschbar wären. Ja, so etwas wie Finanzmärkte, ja, weil es hängt von ökonomischen Entscheidungen und Transaktionsprozessen ab, die im Prinzip völlig durchschaubar und nachvollziehbar sind. Ja, und Ähnliches passiert bei technischen Prozessen. Ja, im Prinzip ist es wissbar und beherrschbar, dass mein Handy jetzt nicht sagt, einen Moment bitte, einen Moment bitte, einen Moment bitte und nichts passiert mehr. Also dieses Wissen, dass die Sache eigentlich beherrschbar, verfügbar wäre und verfügbar sein müsste, ich sie nur gerade nicht verfügbar machen kann, ja, die führt zu einem erstaunlichen Hin- und Herkippen zwischen Allmacht und Ohnmacht. Also ich glaube wirklich, was uns in dieser, was diese Wut, von der wir gerade gesprochen haben, eigentlich letzten Endes hervorbringt, ist die beständige Erfahrung radikaler Ohnmacht im Angesicht eines Allmachtsversprechens. Und ich glaube, das kann man sich auf ganz vielen Ebenen deutlich machen. Also einmal ist es so beim Smartphone, ja, oder bei der Fernbedienung. Ja. Eigentlich ist da ein Allmachtsversprechen drin, weil ja auch die Knöpfe und die Beschreibung sagt, du kannst jetzt in deinem Zimmer völlige Kontrolle haben. Sagen wir mal über Temperatur, über Helligkeit, über Farbe, über Lautstärke und so etwas. Ja. Und dann stelle ich plötzlich fest, es geht gar nichts mehr. Ja. Ich erfahre radikale Ohnmacht. Ich komme nicht mal mehr raus. Und das Gleiche sehen wir aber in unserem Naturverhältnis auch auf kollektiver Ebene. Für mich ist Kernspaltung eigentlich der, das war vielleicht die Urerfahrung solchen Kippens von Allmacht in Ohnmacht. Weil die Fähigkeit, den Atomkern zu spalten, bedeutete, ins Innere der Materie zu gelangen. Und so haben Oppenheimer und seine Kollegen, die das sozusagen geschafft haben, auch wahrgenommen. Das verstehe ich. Sie haben gesagt und so gedeutet, dass da ein Allmachtsversprechen ist. Wir können jetzt das Innere der Materie erreichen und verändern. Und das, daraus hat sich aber eine monströse Ohnmachtserfahrung in der nuklearen Kettenreaktion durch Bomben oder explodierende Kraftwerke entwickelt. Und eigentlich ist es doch auch unsere Naturerfahrung, ne, dass wir nämlich eigentlich Natur immer besser beherrschen. Und im Klimawandel, in der Umweltzerstörung, tritt sie uns jetzt plötzlich als monströses Geschehen gegenüber, vor dem wir uns ohnmächtig fühlen. Und das ist sozusagen für Sie der Grund für die starke Steigerung von Wut. Die Wut entsteht dadurch, dass die Leute erwarten, die Dinge unter Kontrolle zu haben, ja, und sich nicht mehr damit abfinden, dass Dinge unkontrollierbar sind, von ihnen nicht kontrollierbar sind oder von der Politik nicht kontrolliert werden können. Und da kommt immer diese Haltung raus, man müsste eigentlich oder warum macht man nicht? Also ja, warum bekommt man die Dinge nicht in den Griff? Und ich glaube, das ist genau das, was auch die politische Krise beflügelt, die wir da heute sehen. Das ist eine interessante These, weil das ja bedeuten würde, ich meine, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass man auch früher die Dinge nicht im Griff hatte. Ja, absolut. Und dass es Katastrophen en masse in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, aber es hat nie den heutigen Anspruch gegeben, dass sie vermeidbar wären und dass man es eigentlich kontrollieren können müsste. Und ich glaube, das sieht man eben genau in der Politik, weil das große Versprechen der Demokratie ist, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, eigentlich alle Macht geht vom Volk aus. Und das ist ein Allmachtsversprechen. Ja, wir können die Welt so einrichten, wie wir das kollektiv wollen, wie wir das politisch wollen. Und natürlich erfahren Menschen ständig, aber irgendwie können sie gar nichts machen. Ja, sie erfahren sich auch politisch als ohnmächtig angesichts der Finanzmärkte, angesichts von Entwicklungen, die sie nicht kontrollieren können. Und ich glaube, was Rechtspopulisten tun, also die Leute von Trump bis Bolsonaro oder auch sonst wohin, ist eigentlich wieder ein Allmachtsversprechen zurückzugeben. Nämlich zu sagen, wir machen es einfach. Ja? Wir kümmern uns nicht um internationale Gesetze, Abmachungen oder Vereinbarungen. Also ich glaube tatsächlich, auch das wird beflügelt von diesem Hin- und Herkippen zwischen Allmachtsversprechen,
alle Gewalt geht vom Volke aus und Ohnmachtserfahrung, aber de facto kann ich nichts ändern. Ja, das ist wie bei der Fernbedienung oder im Naturverhältnis. Und jetzt hatten Sie ja die Frage gestellt, völlig zu Recht, wo ist denn die Grenze? Und da glaube ich, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, keine klare Antwort. Weil ich natürlich nicht sagen will, findet euch einfach mit der Unverfügbarkeit ab. Ist doch viel besser, wenn ihr politisch nichts zu sagen habt. Das sage ich natürlich nicht. Das wäre auch töricht und absurd an der Stelle. Ja. Also ich glaube, da müssen wir das Gestaltungsversprechen schon unbedingt ernst nehmen. Aber, und das wollte ich in dem Buch machen, und das kann jeder und jede, glaube ich, bei sich selber anfangen, dass er sieht oder sie sieht, komischerweise gibt es einen Umkipppunkt, den ich persönlich eigentlich am deutlichsten gefunden habe bei meinem Verhältnis zur Musik, weil ich selber, wie viele andere auch, wahnsinnig gerne Schallplatten gesammelt habe oder eigentlich CDs. Ne? Und sozusagen, manchmal musste ich ganz lange suchen, in Plattenläden zum Beispiel, wo immer ich hinkam, bis ich die eine CD gefunden habe, die ich haben wollte. Oder ich bin irgendwo hingegangen und habe einfach zufällig gestöbert und dann gesagt, oh, guck mal, ich wusste gar nicht, dass es die gibt oder so, und habe sie mit nach Hause genommen und war sehr, sehr glücklich. Und jetzt würde man, und da kann man jetzt sagen, und das ist auch so, schon das Aufnehmen von Musik auf CD ist ja eine, oder auf Schallplatte ist ja eine Verfügbarmachung. Ne? Mhm. Und das natürlich dann nach Hause zu tragen, ist eine neue Verfügbarmachung, weil ich will es jetzt auch zu Hause zugänglich haben. Wann immer ich die neue Pink Floyd hören will, kann ich das jetzt tun, ja, zum Beispiel. Und der Punkt ist aber, dass diese Glückserfahrung ich heute kaum mehr haben kann, weil ich auf Spotify zum Beispiel oder auf diesen anderen Streamingdiensten sowieso alle Millionen Musiktitel, die jemals aufgenommen würde, bedingungslos verfügbar habe. Und man kann jetzt einfach sehen, als Soziologe, die Bedeutung von Musik für Identitätsbildung bei jungen Leuten geradezu nimmt ab. Ich behaupte sogar die Intensität der Musikerfahrung. Das ist, also da versuche ich glaube, dass sehr viele Musikstücke nicht mehr zu Ende gehört werden. Ja, wenn man früher eine Platte hat, man meistens durchgehört. Und jetzt ist es und man so, konnte, man natürlich war man in der Lage, man konnte die Nadel hochheben und dann musste man irgendwo imaginär einen Punkt, um die wieder irgendwo abzusenken, da sah man dann die Rillen. Heute ist es ein einziger Knopfdruck, das Lied endet und das, was auch angezeigt wird, wo man denkt, oh, das wäre jetzt geiler zu hören, das kommt als nächstes. Das heißt also, die Langstrecke geht natürlich weitgehend verloren und damit das sich einlassen auf unbeabsichtigt ist. Man hat ja vielleicht die Platte gekauft wegen eines Liedes oder wegen zwei und kriegt da noch lauter andere, die man sonst nicht reingehört hatte, dazu und hat die natürlich durchgehört, man hat die ja bezahlt. Das ist ganz deswegen ist doch klar, dass man das Ganze hört. Wenn es aber sowieso egal ist, dann kann ich auch wild quasi herumspringen und so weiter. Was mir immer auffällt, ist, das, was wir hier am Beispiel der Platte haben, das haben wir ja auch bei der Lebensgestaltung. Wir haben heute unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man ein junger Mensch ist, wie man leben kann. Viel, viel mehr als je in der Geschichte der Menschheit. Aber man hat ja auch viel mehr Möglichkeiten, das Richtige zu verpassen. Und es gibt, der Anspruch an das Richtige ist ja sehr viel größer, als er früher war. Es gibt in den Wirtschaftswissenschaften den Begriff der Opportunitätskosten. Ja. Ja, das ist, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, und im Nachhinein denke, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte, wäre das nicht besser gewesen. Ja. Und dieser Begriff der Opportunitätskosten, den hat eigentlich jeder junge Mensch heute internalisiert. Mhm. Er hat sozusagen ständig Angst, auf der falschen Party zu sein oder in diesem Moment das Falsche zu tun. Ja. Und möglicherweise ist das der Grund. Auf der einen Seite steht uns unglaublich viel zur Verfügung, aber wir haben auch unglaublich viele Möglichkeiten, es zu verfuschen, es falsch zu machen, im richtigen Moment das Falsche zu tun. Und ist das vielleicht nicht der Grund, dass es sozusagen kein unmäßig gesteigertes Glück der Auswahl gibt, sondern auch sozusagen ein Terror des Wahlzwanges? Ja. Also ich glaube, dass beides richtig ist. Stefan Linder hat das schon, ein schwedischer Ökonom, schon in den 70er Jahren beschrieben. Das ist tatsächlich so. Man kann das als Opportunitätskosten vermutlich beschreiben. Also das Gewicht dessen, was wir nicht tun, wenn wir etwas tun, sozusagen, wird immer größer. Mhm. Ja, bei Streamingdiensten wie Spotify können Sie das können Sie sehr gut sehen. Ja? Weil ich höre ein Lied von inzwischen, glaube ich, 70 Millionen Musiktiteln und nicht eine Schallplatte von den 200, die ich vielleicht habe, sozusagen. Und da sieht man sofort. Und man sieht, dass genau das passiert. Das ändert, so habe ich ja auch in meiner eigenen Forschung angefangen, unser Zeitverhalten. Ja, ich habe nicht mehr die Geduld, das Lied bis zu Ende zu hören, weil da halt das Gewicht aller anderen Titel, die da sind, dagegen presst. Und bei Jugendlichen können Sie tatsächlich sehen, dass sie ganz schnell, eigentlich fast nie das Lied zu Ende zu hören, sondern dann sagen, hör mal das noch an, hör mal jenes noch an. Und darauf reagieren auch Musikproduzenten, indem sie die Intros von Musik weniger als 30 Sekunden lang nur noch machen dürfen. Übrigens auch, hängt auch mit der Abrechnung bei Streamingdiensten zusammen. Also man sieht, wie solche Prozesse einfach tatsächlich unser Leben und unser Verhalten beeinflussen. Wir haben ja so viel darüber gesprochen.
dass Verfügbarkeit eine gute Sache ist, aber keine unbegrenzt gute Sache, und dass sie irgendwann schal wird. Und dass ab einem bestimmten Lebensniveau, ja, der Wert der Unverfügbarkeit wieder anfängt. Welchen Rat oder welche Empfehlung würden Sie geben für Menschen? Ja, Sie sagen, um das Leben in seinen vielen Facetten wirklich auszukosten und nicht schal zu machen. Ja, wie bewahrt man sich den Sinn für Unverfügbarkeit? Wie macht man das? Wie machen Sie das selber? Also ich meine, ich will kein Ratgeber sein, sondern ich bin ja Soziologe und Sozialtheoretiker, der erstmal Dinge versucht zu beschreiben. Aber ich beschreibe sie auch an mir selber. Ich beobachte sie da und versuche dann natürlich auch Strategien darauf. Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, sich erstmal klarzumachen, dass die Vorstellung, dass man alles unter Kontrolle haben muss, illusionär ist. Das sieht man zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, Studierenden zum Beispiel oder Schülerinnen und Schülern, die sich auf eine Klausur vorbereiten, wenn die sich versuchen einzureden, ich habe schon alles unter Kontrolle, ich weiß alles, dann wird der Stress immer größer und auch die Angst davor, ja, zu wissen, ich weiß nicht alles, ja, aber ich hoffe, dass ich mit den Fragen, die da kommen oder den Aufgaben irgendwie umgehen kann, dass ich eine Antwort darauf finde. Das ändert die Art der Beziehung und schafft dann die Bereitschaft darauf, sich auch wirklich auf Sachen einzulassen, bei denen ich nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Und ohne dann immer schon sozusagen genau wissen zu wollen, was kommt denn dabei am Ende für mich heraus. Also ich glaube sozusagen auch im Alltagsleben, diese dauernde Kosten-Nutzen-Kalkulation ist etwas, was uns daran hindert, uns auf Unverfügbares einzulassen und sich da berühren und verwandeln zu lassen. Weil natürlich wir wollen, bevor wir etwas tun, entweder bevor wir Geld investieren, etwas kaufen oder auch Zeit investieren, sich auf etwas einlassen in diesem Sinne, wollen wir wissen, was habe ich denn am Ende davon? Und diese Frage verhindert eigentlich schon Lebendigkeit, ja, weil Lebendigkeit, Resonanz bedeutet, sich auf etwas einzulassen, bei dem ich nicht genau weiß, was da passiert und ob da überhaupt etwas passiert und was dabei herauskommt. Aber an diesem Haltungspunkt, glaube ich, können wir in unserem Alltag beginnen, etwas zu ändern. Kann eine kapitalistische Gesellschaft, die Menschen ja immer stärker darauf konditioniert, sich die Frage zu stellen, was springt für mich dabei raus? Was ist der Vorteil, den ich davon habe? Ja, selbst die Leute, die in Yoga- und Meditationskurse gehen, ja, wollen daran einen persönlichen Gewinn nach Hause tragen. Wollen vielleicht sogar die effizienteste Form der Meditation machen, damit das Optimum für sie dabei rauskommt. Das, also alle jene Konsumbegriffe, die tauchen ja hier auch alle wieder auf. Ja. Ist das überhaupt noch möglich, im 21. Jahrhundert sich aus einem solchen Denkschema, einer solchen Verwertungslogik für persönliche Erfahrungen zu befreien? Ich glaube schon, wenigstens ansatzweise, weil nämlich erstaunlicherweise fast alle Menschen sagen, ja, da gibt es dieses Problem, aber ich habe schon noch Strategien dagegen. Ich meine, übrigens deshalb versuchen sie ja auch zu meditieren oder sich auf Achtsamkeit oder so einzulassen. Und ich glaube, sie machen dann immer beide Erfahrungen. Und das eine ist, ich will dann auch was raushaben. Ich meine, da wird Achtsamkeit oder Meditieren selber zum Stress. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nur diese halbe Stunde und das muss da wirklich tief sein sozusagen. Aber wir haben schon auch diesen Sinn. Ich glaube, als Menschen sind wir Resonanzwesen. Das sehen Sie bei kleinen Kindern. Ja. Das sich einlassen auf das andere, sich dadurch verwandeln lassen aus der Erfahrung und Begegnung, ist uns eingeschrieben. Wir werden dadurch überhaupt erst zu Subjekten, dadurch, dass wir uns von anderen erreichen und auch verwandeln lassen. Und das ist das Grundprinzip des Lernens in allen Hinsichten. Und ich glaube, als Menschen vergessen wir das nicht so schnell. Und deshalb glaube ich schon, wir müssen die gesellschaftlichen Strukturen ändern. Wir müssen auch dieser schrankenlosen Kapitalisierung und Ökonomisierung etwas entgegensetzen, auch durch politisches Handeln. Aber ich glaube, wir haben schon auch diesen inneren Sinn, diese Erinnerung daran. Daher kommt ja die Wut, dass wir die Erinnerung noch haben, dass eine andere Weltbeziehung, ein anderes Weltverhältnis möglich ist. Und man kann bei sich selbst anfangen, darauf zu reagieren. Und wir können auch versuchen, politische Möglichkeiten zu finden. Herr Rosa, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.